So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben wieder mal die nächste Fuhre Eier parat. Eier, gutes Stichwort, denn jetzt ist der Bob endlich angekommen und wir brauchen dann auch noch Spiegeleier für die Pizza. Und als erstes haben wir ein Vonera, auch ein Ei, ist das nicht schön? Neuer Pokédex-Eintrag, nicht wundern, es ist immer noch der kleine Account. Ich wechsle die immer durch, 1000 Staub. Diesmal sogar ein blauer Account und ein Ei aus der Türkei. Deshalb, Knoblauch muss auch auf die Pizza. Vor allem rede ich die ganze Zeit von Pizza und sonst was. Was machst du da? Ein Slimer! Leider kein Shiny, leider kein Kontinentales. 866, Angriff 15. Wir haben, glaube ich, wieder 8 Eier am Start. Wir gucken mal, was da noch alles drin ist. 40% Akku, das nimmt auch ab. Da sind aber wirklich, glaube ich, jetzt alte Eier nur dabei. Ich weiß es nicht. 1000 Sternenstaub, ein Alola Dicta, werde schlecht. Hätte ich gleich wegschicken können. Aber wenn die erstmal weg sind, kann ich ja wieder neue reinmachen. Und dann kommt bestimmt was Gutes bei raus. Ein Alola Vulpix, oh mein Gott. Leider auch kein Shiny, aber die können da ja mittlerweile auch wild fangen. Budapest, Ungarn, Werde, ganz okay, sind alle relativ hoch, aber nichts auf 15 dabei. Jetzt habe ich gar nicht mehr auf den Sternstaub geschaut, aber das seht ihr ja dann. Ihr habt ja das Bild, Rabauz, neuer Pokédex-Eintrag. Ihr seht, der Account ist nicht so krass. Der hat nämlich noch gar nichts. 989 und aus Busan, Südkorea. Wer schickt denn da Eier her? Richtig genial. 2 Stück haben wir, glaube ich, noch. Dann müssen wir einkaufen gehen. Und dann muss ich heute noch mein Video schneiden und alles. Ein Riolu! Das ist bestimmt auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Genau. 3 Stück in einer Folge. Ramses, was machst du da? Ne? 1600 Staub und Verteidigung 15. Das sieht gut aus. Gestern habe ich jemanden gesehen, richtig krass. Der hat nämlich... Das seht ihr bei Raider Mittwoch, was der hat. Das ist der Schocker der Woche, das sage ich jetzt schon. Und ein Porenta, da ist doch ein Kontinentales dabei. Und neuer Pokédex-Eintrag, wieder mal. Der Account hat wirklich nichts. Den habe ich mal von einem Japaner abgekauft, um ehrlich zu sein. Deswegen hat er auch so einen genialen Namen. Leider kein Shiny dabei. Haben wir noch ein Ei übrig? Eins ist sogar noch da. Das machen wir noch auf. Dann müssen wir langsam losziehen. Und noch ein Vonera, mit dem es angefangen hat, hört es auch wieder auf. 1600 Staub, leider kein Wert auf 15. Das waren die Eier. Da gibt es auch gleich noch eine Medaille. Registriere 30 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region gefangen wurden. Wir werden nochmal 8 Eier suchen, diesmal aber wirklich mit Kontinentalen. Und dann melden wir uns auf jeden Fall nochmal zurück. So, das sind die zweiten 8 oder 9 Eier da, fertig. Und der Ramses ist so bekloppt. Ich hasse mich jetzt selbst dafür, denn ich glaube, die Animation ist weg. Die dürfte jetzt nicht mehr da sein. Ich habe nämlich gerade einen kleinen Abstecher gemacht hier zum Brunnen am Goetheplatz, wo ich mit Iswo immer war, wo wir uns immer eingetunkt haben, wo wir auch ein Musikvideo gedreht haben. Und dann war schon die Ei-Animation drauf. Ich habe das Handy kurz zur Seite gelegt, habe gedacht, gut, jetzt tunkst du mal kurz den Kopf ein in Angedenken an Iswo. Grüße an Iswo, der lebt ja noch, gut. Und was ist dann? Da war das Handy plötzlich aus. Jetzt habe ich keine Animation mehr da. Wir gucken trotzdem mal kurz in den Beutel und schauen durch, was geschlüpft ist. Tut mir jetzt leid. Ich blende das mal kurz aus, dass ihr das noch nicht seht. Und wir haben 6, 7, 8. Muss mal kurz schauen, was das letzte war. Gefangen und nicht. Genau, angefangen müsste es mit diesem Iswo sein. Ach, mit diesem Iswo sein. Ein blaues Iswo, kein Shiny. Gebrütet auf jeden Fall. 3 Sterne Angriff auf 14. Okay, kein Shiny. Hätte Shiny sein können. Dann gab es ein Kangama obendrauf. Da gucken wir auch wieder. Sternenstaub können wir jetzt leider auch nicht einsehen. Aber Verteidigung und KP auf 15. Das ist also richtig krass. Relativ gute Werte. Eigentlich hätte ich die Bewertung gleich drauf lassen können und dann rüberziehen. Dann ein Pandiboss mit Angriff 14, leider nur 2 Sterne, kein Shiny. Als nächstes noch ein Pandiboss mit Angriff 15, KP auf 15, Verteidigung auf 13, also auch 3 Sterne. Richtig gut, aber kein Shiny. Ein Pichu, da haben wir ja letztens noch ein Shiny bekommen. Diesmal ein normales, Werde, sind okay, könnte besser sein.
noch ein Tauros hinterher aus Schweinfurt, Bayern. Grüße also an Macemaster. Hat KP auf 15, sonst nichts Auffälliges, kein Shiny. Ein Azuril noch aus Stuttgart, vielleicht vom ISWO, mit Angriff 15. Noch ein Azuril aus Frankenberg, Eder. 3 Sterne, kein Wert auf 15, kein Shiny. Das dürften sie jetzt also schon gewesen sein. Sehr schön. Da wieder Flo und Annika, guckt euch das mal an. Wir wechseln jetzt den Account und gehen weiter, brüten noch ein paar Eier aus. Sehen uns dann später vielleicht. Das war's aber von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.